Saints and Sinners heißt die Quest, die wir gerade machen. Und wer wäre besser gemacht, als die Sinners zu bestrafen, als Batman? Und wie Olaf mich auch gestern schon so genannt hat, könnte mich jetzt auch Puff Daddy nennen. Ich hoffe wirklich, dass es geht, dass ich mir halt hier mein eigenes Bordell aufbauen kann. Ein Kindertraum wird wahr. Dank Fallout 4. Was sind denn das für welche? Ach, das sind Söldner. Fuck, und hier komme ich jetzt nicht hoch. Da bin ich voll falsch rumgelaufen. Gegen was kämpfen die denn hier gerade? Ich mag's auch, wie die Scar hier klingt, ey. Voll gut. Oh nee. Gleich mal dran denken, ich muss mir jetzt die Scar auf Favoriten packen. Denn ich will nie wieder ohne sie sein und sie nicht ohne mich. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo? Da. Q-Favoriten. Die Gauss Rifle benutze ich sowieso fast nie. Dicke Wummen haben diese Söldner hier. Und rein da. Oh ja, dies kann einmal alles mir gehören. Auch du, Molly. Hey, nice gear you got there. Not that I'm gonna steal it or anything. Seriously, I don't know what those other scavs told you, but I'm an addict, not a thief. Dein Röckchen hebt sich, wenn du mich siehst. Das ist ein gutes Zeichen für eine gute Partnerschaft. Good to know. Now that's what I like to see out of my patrons. Hallo, jetzt geht's aber ran hier. But now that we're done with the A's, B's and happy to see us, what can I get you? Krieg direkt einen Table Dance. Who owns this place? That would be the man upstairs. As in literally. Up the stairs and to your left. Dann lass mal sehen, was du so hast. The drinks you gotta buy. And the barf is on the house. You don't got anything against houses, do you? Awkward. Okay, nichts Besonderes. zu wem soll ich eigentlich? Herrschaft. The drinks are marked up, of course. I'd like to have a little chat. Gotta buy a girl a drink to loosen her up. Who are you? Who are you, really? I'm a saint. Just like the men you killed. Don't worry. I'm not here to fight. In fact, I'm on your side. You see, our leader's making this out to be a religious crusade. But the truth is, this is just personal. Personal? What do you mean by that? It's an old story. A boy visits a brothel, hoping to become a man. Only this story has a cruel twist. It wasn't a woman waiting behind that door. It was his sister. Ouch. A girl named Jane. Who are you people exactly? In dark times, men need faith. It gives us hope and the power to change. The problem is, as time goes by, that power can be corrupted. It's not that closing this brothel is a noble cause,
If that were the real reason for this war, then I wouldn't be here. What is it you want? Well, in the old days, conflicts like this happened on a much larger scale. Sometimes alliances were forged with marriages, others with hostages. I want you to give Q this letter. It outlines the terms of a peace agreement. No setup this time, no tricks. Note to Q. Was steht denn da drin in dieser Note to Q? Q, I believe this war is nothing more than a misunderstanding. It's not about ideals or sin, but family. You see, one of your girls happens to be the sister of our leader. If you return her to us unharmed, the attacks on your establishment will end. Whatever you decide, I'll be waiting at Anna's Cafe across the street. Sincerely yours, a patron saint. So, ich nehme an, dass wir das jetzt zum Boss bringen sollen. Mal schauen, wie sich der entscheidet. Ich wäre ja dafür, dass wir die Lösung friedlich machen. Alles klar, Marge. You might want to check your order, did you send the fanatics back to their precious maker? Sure. I'm sorry, boss. English. It was a stone-cold setup. Should have known it was too good to be true. Which means we're no closer to ending these interruptions. I have trouble with multiple I have something for you. Adding and subtracting is easy, though. Mr. Q has me count the bottles when he drinks. Holst du dein Bippen, du kleiner Rotzlöffel? What do you think? What do you think? Well, the prospect of stopping these attacks makes me weep tears of joy. But ultimately, the decision is yours. Seeing as you'll be the one doing the work, I'll just be paying you to do it. Take the deal. Agreed. Some would use our advantage to try and force a check. Oh, die Augen. Der hat schon genug getrunken. It's more easier to let your opponent concede. Plus, what all this talk of war is making me nauseous. Take the girl home, her debt is paid. Is there something you need? Oder das ist 28 days later und ist der Erste. So was, Jane. Ich könnte dein Tarzan sein. Meine Damen und Herren, und hier ist Ihr Herzblatt. Do you think this is gonna work? I don't think I can take another day here. Is it that bad? It wasn't so bad at first. But now that my brother knows, I'm having trouble dealing with it all. Then let's go find your home. Really? Q said it was okay? Then I guess we should go. I don't really have anything to pack. I want to leave it all behind. Das ist scheiß Untertitel. Ich wünschte, man könnte einstellen, wo die auf dem Bildschirm gezeigt werden. Das ist voll schlecht, wenn man die Video-Thumbnails machen will. Für YouTube. So, ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht wieder abstürzt, weil eben beim letzten Mal. Gut, da gab es Updates zwischendrin für die Mod. Und ich habe eben Saints and Sinners bis zu dem Zeitpunkt jetzt hier schon mal aufgenommen gehabt. Und dann ist da auch das Spiel abgestürzt. So. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal nicht so ist. Jane. Habe ich schnell gespeichert? Ich mach's mal nochmal. War natürlich jetzt blöd. Wo muss ich denn hin? This'll be fun. Hm? Ruiz. Okay, scheint zu gehen. So, Q took the deal. It's good to see diplomacy is alive and well. As for you, you've made a friend in the Saints. And perhaps you've even earned a place in our circle.
When that time comes, we'll find you. Is it true? Are you really taking me home? Yes, I am. Maybe not the home you remember, but home nonetheless. What about my brother? He ain't mad. Leave him to me. In the meantime, you can explain to me how this all came about. I don't really know what to tell you. You should tell me the truth. As for your brother, we'll come up with something better. Na, hoffentlich war das die richtige Lösung. Ich hoffe wirklich, dass es so kommt, wie sie jetzt gesagt hat, dass wir nochmal von ihnen hören werden. Und dann, dass wir vielleicht erfahren werden, wie es weiterging. Was aus Jane geworden ist. Und hoffentlich, dass ihr Bruder ihr verziehen hat. Sonst könnte man vielleicht sagen, wir haben uns hier falsch entschieden. Drücken wir mal die Daumen, dass es die richtige Entscheidung für Jane war. Es gibt übrigens immer noch einen Gefährten in dieser Mod zu bekommen. Ich weiß nur noch nicht wo. Da. Ich komme momentan auch gar nicht mehr wirklich dazu, hey, Mods zu checken. Wann? So. Help Sadie Hired has returned. What of it? Is it taken care of? Hired help or not, I got the job done. And you managed to do it without dirtying my floors. You're a man after my own heart. Provost. And as such, you deserve a reward worthy of a true gentleman. Here, my finest bottle of bourbon. Drink it in good health. Du kannst doch dein Bourbon sonst wo stecken. Ich will das Puff haben. Hey. Hallo. Hey. 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 Ah. Hello, my friend. Welcome to the Boston Bordello. And you're in charge here? Yes. And for that, we have my sister to thank. I wanted to open a boutique. Of course, should I fail as its steward, she has informed me that she will, and I quote, choke me to death with my own blood. But that's hardly a cruel fate compared to what she'll do to my men. Was meinst du? A man who drinks is an explorer, sailing the seas of bourbon and mapping whatever new lands he discovers on the way. How bad's the situation out there? If it has anything to do with fighting, then talk to my people. I don't know and I don't want to know. Violence makes me queasy. I believe that's why alcohol impairs one's coordination and increases the libido. God wants us to make love, not war. Of all the ways to make caps, why this? That's a question for my sister, but I can't say I'm completely against the idea. If for no other reason than to ruffle the feathers of the prohibitionists. All I can say is this. If you want to cast a stone, cast it at the gunrunners. They're the ones doing the harm. Die Gunrunners, die kennen wir doch auch noch aus Fallout 1. Das ist erstmal alles. Then I will continue my conversation with this bottle. Uninterrupted. Goodbye. Bestimmt einseitig. Du schon wieder. Hallo. Hey. 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 So, was ist mit der Schwester? Did you need something? Hey. Can I help you? Can I help you? Nein, anscheinend nicht. You tried the bourbon yet? So, was steht denn als nächstes auf dem Plan? Hey, Entschuldigung. Hey there, gorgeous. Just 100 caps and I'll take you to heaven. Okay. Bow, 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 bow.
Schön war's. Entschuldigung. Was für einer. If you want to fuck someone, then you're in the right place. What do you do here? Sadie works the door. She makes sure only paying customers get in. Me? I keep the peace. I make sure the customers that do get in don't get out of line. Now it should be the other way around, but she could have handled seeing her boy fuck the clients. Okay. Sonst erstmal nichts weiter. Moment, wir hatten doch noch. Wir hatten doch noch. Na, sag's. Das Radiosignal von diesem Typen. Ich kann es nicht mehr sagen, wie es heißt, Radiosignal. Field of Screen. Ja, aber nix. Ist es irgendwo da unten drin? Ah. Tja, ich lausche. Und höre aber nichts. Wo war denn Fiedler Screen jetzt wieder? Muss da hier doch irgendwo sein. Genau, Wohnbau. Gehen wir mal zur Fort Hagen Füllstation und schauen wir mal. Vielleicht müssen wir näher dran sein. Tja, jetzt wird es anscheinend doch nichts mit meinem eigenen Puff. Danke, Fallout, hast mein Leben zerstört. Ach, habe ich bei denen nicht letztes Mal das Funkgerät ausgeschaltet, als ich dort war, ich Depp? Dann gehen wir einfach mal so hin und schauen, was los ist. They're gonna kill her. You've seen what they can do. Stay calm. Getting angry won't do either of you any good. Oh, oh thank God you're here. Super Mutants took Crystal. You gotta save her. It's okay. You just need to tell me what happened. They took her in the middle of the night, but Gary saw them leave. I followed them all the way back to the Trinity Church. They took her inside, but that's not the only problem. What do you mean, man? I got in a fight with a couple of raiders on the way back. I accidentally killed one of them. I told you, Gary, we don't do that. I'm sorry. I had to. But now the rest of the gang is coming here. Listen, I know you're new here, but it'd mean a lot if you'd help us protect our home. And what about Crystal? They're gonna kill her if we don't do something. We don't know that for sure. It might just be a ransom. And you heard what Gary said. The raiders are coming for us now. She's just a child, Star. I know, but without his help, we all die. Right here, right now. We don't have time to argue. They're coming. Wo, wo, wo? Ich sehe sie nicht. Jetzt dachte ich, wir müssen uns hier vielleicht noch entscheiden oder sowas. Jetzt verreck endlich. So wie du? Oder noch mehr?
Oh. Oh, wir hätten also auch zur Kirche jetzt schnell gehen können und Crystal retten können. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu spät, hey. Aber das sehen wir morgen. Wird Crystal überlebt haben? Und werde ich über den Schmerz hinwegkommen, dass ich nun keinen Puff besitze? Schalten Sie auch morgen wieder ein bei Neo Zockt Fallout 4. Bis dann.